an und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute wollte ich mit euch zusammen mal wieder ein Brot backen, und zwar das Bauernbrot Hanno aus der Rezeptwelt. Viele haben es ja schon nachgebacken und sind total begeistert. Das hat es bei uns auch schon öfter gegeben, und heute habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mal mit, wenn ich das Brot backe. Für das Bauernbrot Hanno benötigt ihr 440 Gramm Wasser, 20 Gramm frische Hefe, 30 Gramm Zuckerrübensirup, 500 Gramm Weizenmehl Typ 550er, 120 Gramm Weizenmehl Typ 1050er, 80 Gramm Roggenmehl Typ 1150er, 15 Gramm Öl, 15 Gramm Salz und 1,5 Teelöffel Backmalz. So, als erstes geben wir jetzt das Wasser in den Thermomix, die 440 Gramm. Hefe und den Zuckerrübensirup. Im Rezept steht, das soll man 2 Minuten bei 37 Grad auf Stufe 2 erwärmen. Da meine Hefe aus dem Tiefkühl kommt, werde ich 4 Minuten 37 Grad in Stufe 1 erwärmen. Bis gleich. So, die Hefe ist jetzt geschmolzen. Jetzt sollen wir alle anderen Zutaten reingeben. Gibt das Vollkornmehl, das Weizenmehl Typ 1050er. Und dann tue ich mir erstmal die 1,5 Teelöffel Backmalz jetzt mit rein. Das Salz. Die 15 Gramm Öl. Den Rest Mehl. So, alle Zutaten sind drin. Und jetzt soll der Teig 5 Minuten auf der Knetstufe geknetet werden. Ups. So, Teigstufe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Thermomix ist jetzt fertig mit dem Teigkneten. So sieht der Teig aus. Den fülle ich jetzt hier in meine mit Backtrennmittel ausgepinselte Edelstahlschüssel um. Und dann soll der Teig eine Stunde ruhen. So, den Teig habe ich jetzt komplett in meine Edelstahlschüssel umgefüllt. Jetzt soll man den Teig noch oben ein bisschen mit Mehl bestäuben, das mache ich jetzt. Und wie gesagt, dann stelle ich ihn jetzt eine Stunde zum Ruhen an die Seite. Bis gleich. So, die Stunde Ruhzeit ist rum. Mein Teig ist schön aufgegangen. Und jetzt bemehlen wir die Arbeitsfläche. Und dann falten wir den Teig zu einem Brot und so circa 10 Mal, damit es schön Spannung bekommt. Mehle ich den Teig von oben auch noch. Ich denke, der ist nämlich nicht ganz so. Ja. So, dann falten wir den mal. Ist auf jeden Fall schön fluffig. Gut aufgegangen.
So, das Brot habe ich jetzt, wie gesagt, soweit gefaltet. Hat jetzt auch eine schöne Brotform, finde ich. Jetzt legen wir das, oder ich das in den mit Backtrennmittel ausgepinselten Zaubermeister und mit Mehl bestäubten. Und dann gehen wir her und bestäuben das nochmal mit Mehl. Und schneiden das mit einem scharfen Messer ein. So, jetzt gehe ich her und schneide es ein. Und jetzt gebe ich den Deckel drauf. Und dann kommt der Zaubermeister in den kalten Backofen und wird bei 240 Grad 60 Minuten gebacken. Und dann wird der Deckel abgenommen und dann je nach Bräunungsgrad der Kruste lässt du den dann noch 5 bis 10 Minuten länger im Backofen. Dann sage ich mal bis später. So, meine Backzeit ist rum. Ich bin total begeistert, ist super aufgegangen das Brot. Ich habe den Deckel nach einer Stunde abgemacht und da war es schon relativ braun. Ich habe es jetzt noch eine Minute länger drin gelassen, aber ich finde, so gefällt es mir. Und ja, jetzt gehe ich mal her und stürze das aus der Form. Und lasse es dann abkühlen. Sieht richtig klasse aus. Und wenn es abgekühlt ist und ich es angeschnitten habe, dann melde ich mich nochmal wieder. So, das Bauernbrot Hanno ist jetzt schön abgekühlt. Ich habe es auch gerade angeschnitten. Es ist super weich von innen. Guckt mal. Sehr lecker und die Kruste ist wirklich klasse. Also ich bin auch hier von dem Brot begeistert, vor allen Dingen, weil das so super aufgegangen ist. Ja, jetzt werden wir das Brot genießen. Wenn ihr es nachmachen wollt, dann wünsche ich euch dabei wie immer viel Spaß. Und ich danke euch natürlich auch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder reinschaut. Und sagt bis zum nächsten Video.